Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Diablo 4. Ich bin hier im versteckten Aussichtspunkt, schaue auf das Elendsviertel von Gul'ran und ich muss mal wieder mit Lora sprechen und auch mit Thaisa, die haben wir in der letzten Episode befreit. Sie sollte benutzt werden, um die Anduriel zu beschwören und wir konnten gerade so noch einschreiten. Und ich reise jetzt mal schnell darunter. Das wird ein Weilchen dauern, das ist ein ganz schönes Stück. Mal auf das Hottehü und los geht es. Damit habe ich mein Ziel erreicht. Ich nehme noch schnell diesen Wegpunkt mit. Ich habe auch unterwegs noch einen Wegpunkt mitgenommen. Hatte da noch eine andere Stadt entdeckt. So, dann sprechen wir doch mal mit Lora. Habt ihr etwas über Elias Palast in Erfahrung gebracht? Eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land besser als... Da ist er. Andariel, ich höre sie. Ja. Ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre Stimme eindämmen. Sucht jemanden, der uns führen kann. Ich hole etwas, um Thaisa zu helfen. Zum Beispiel ein Messer. Ich bin wirklich der Meinung, wir sollten diese Verbindung von Andoriel kappen. So grausam das auch klingen mag. Abdus, ich suche jemanden, der mich durch den Sandsturm im Norden führen kann. Ha! Keine Chance! Nicht für alles Gold in Caldeum! Okay. Dann halt nicht. Frage ich jemand anderen. Warum? Eisenwölfe. Söldner mit einem albernen Namen, die nach Münzen gieren. Sie haben das Leben meiner Base gerettet und dies nutzlos. Ah, dem kann man nicht widersprechen. Okay. Da ist er. Wie seid ihr an Elias geraten? Ich habe ihn gejagt, genau wie ihr. Mich in den Kult eingeschlichen, um ihm näher zu kommen. Irgendwie war er auf mich vorbereitet. Er ist mächtiger, als er scheint. Okay. Wie wollte sie ihn denn besiegen? Hat die Dame so viel Macht? Ich kann mir das noch schwer vorstellen. Kadia! Lasst mich raten! Ihr seid nur auf der Durchreise! Ich werde wohl niemals heiraten. Ja, mich ohnehin nicht. Um Gottes Willen, weg hier. Mayub, ich suche jemanden, der mir helfen kann, den Sturm im Norden zu durchqueren. Ihr findet hier niemanden, der närrisch genug ist, um diese Anfrage anzunehmen. Gebt auf und bleibt einen Tag länger am Leben. Nein, ich gebe nicht auf. Nadia, du vielleicht? Seid ihr verrückt? In dem Sturm lebt ein Zauberer, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Ja, zu dem will ich ja hin. Moment. Was ist mit dem alten Mann? Was? Besser wäre es, den dunklen Zauberer um einen schnellen Tod zu bitten. Aber wenn ihr verzweifelt seid, ist er vielleicht der Einzige, der verrückt genug ist, sich darauf einzulassen. Er verbringt seine Tage in einer Rauchwolke am Flussufer. Dort ist es gefährlich. Seid vorsichtig. Die Rauchwolke am Flussufer, na, das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt. Die Minen sind seit Wochen geschlossen. Wie lange noch, bis dein nichtsnutziger Bruder Arbeit findet? Bald ist er aus unserem Haus, mein Herzblatt. Okay. Ich weiß, wo wir einen Reiseführer finden. Wo ist Thaisa? Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, an dem sie sich darauf konzentrieren kann, Andariels Präsenz zu kontrollieren. Ist es sicher, sie hier zu lassen? Sicherer, als blind durch die Wüste zu stolpern.
Zumindest bis wir einen zuverlässigen Führer finden. Dann suchen wir mal. Und zwar da unten. Ich schwinge mich mal auf das Sattelhü. Man reite mit Lorath darunter. Neuer Tag, neue Narren. Ihr solltet lieber kehrt machen und gehen, Freunde. Das sind ja gar keine Feinde. Okay, ich kann mit ihnen reden. Tja, ja, schon, lieber ich habe euch ja gewarnt. Er hat mich gewarnt, in der Tat. Oh, die sind jetzt alle feindlich. Ach, ich musste hier durch, das musste geschehen, okay. Na, dann ist gut. Ach, hier ist der alte Mann, okay. Einfach mal dagegen getreten. Aufstehen. Macht auf. Hä? Was ist? Ich hab bezahlt, lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder? Ist das das Symbol der Horadrim? Ja, Horadrim. Deckard? Deckard Cain. Seid ihr es, alter Freund? Ich bin es, Meshif. Nein, Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorath. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was? Die anderen müssen euch abgewiesen haben, haben euch bestimmt irgendwelchen Unfug von einem Zauberer erzählt. Ja. Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zeit nicht schon getan hat? Ja, ja, ich werde helfen. In der Nähe gibt es eine alte Kapelle, ein vielversprechender Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Gut. Beschafft euch alles Nötige. Ich hole Thaisa und treffe euch dort. Ah, das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Was zum Teufel? Der denkt, das ist Deckard Cain. Das Kuriose ist, ich hatte mir gestern die Timeline angeschaut von Diablo 4 oder allgemein von den Diablo-Teilen. Und zwar spielt Diablo 4 ganze 50 Jahre nach Diablo 3. Und der Typ ist der Meinung, dass Deckard Cain noch immer lebt. Also der war ja damals schon alt wie der Wald, kurz bevor er von Magda getötet wurde. Ganz komisch. So, ist natürlich auch die Frage, wie alt er sein mag. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hoch. Dann gehen wir da hoch. Ja, und der alte Herr? Ich glaube, das dauert ein Weilchen, bis der da oben ist. Ich reite einfach mal, vielleicht taucht er da oben ganz magisch auf.
Das ist ein Goblin. Das ist meiner. Seid ihr ja. Deckard ist mit eurer Freundin drinnen. Was denn? Die Theresa ist auch da? Okay. Wie kam denn der so schnell hierhin? Als wir eintraten, verfiel Andariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Oh, das ist gut zu wissen. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein. Ich bin euch genügend zur Last gefallen. Eines Tages werde ich euch helfen können. Da bin ich aber gespannt. Was sagt Andariel zu euch? Schreckliche Dinge. Wahnsinnige Dinge. Sie weiß von Liliths Rückkehr und was Elias plant. Aber Andariel ist es egal, wer gewinnt. Es muss nur jemand verlieren und unvorstellbare Qualen erleiden. Daria weiß, was Elias vorhat, okay? Lorath, auf geht es. Sind alle bereit? Ich bin es. Thaisa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Jeder Teil von mir will durch diesen Sturm gehen und Elias bluten lassen. Aber... vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, die Thaisa hier allein zurückzulassen. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass wir hierhin zurückkehren werden. Und sie ist entweder weg oder tot. Und ich glaube, weg wäre sogar noch schlimmer. Gut, reden wir mal mit dem verrückten Meshiv. Erzählt mir von Deckard Cain. Er hat euch nicht viel über sich erzählt, was? Ich erinnere mich an eine Zeit, in der er nie den Mund hielt. Wir sind uns in einem anderen Leben begegnet. In Arnok, wenn ich mich recht erinnere. Oder vielleicht Lutgolein? Ja, damals war ich ein Matrose. Ein ziemlich hübscher sogar. Deckard war ein stürmischer Kerl, aber freundlich und verlässlich. Er wollte jedes Unrecht beheben und davon fanden wir viele. Dass ich ihn ausgerechnet hier finde... immer noch so stürmisch und immer noch in Begleitung interessanter Gesellschaft. Bitte? Der Typ ist felsenfest davon überzeugt, dass Lorath Deckard Cain ist. Wie alt könnte denn dieser Lorath sein? So circa 50 Jahre? Soll Deckard Cain wiedergeboren worden sein? Als Lorath? Ich will das gerade nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir das. Vielleicht hören wir auch nie wieder von dieser Story. Komm, Meshiv, auf geht es. Ab in die Wüste. Seid ihr bereit? Seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränken eingedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen.
Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterschlupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Gut, dann hinterher. Isabella hat es eilig. Habe ich sie aber verpasst. Eieiei. Die waren plötzlich weg. Da sollen wir durch. Okay. Na dann, auf geht es. Warum habt ihr hier angehalten? Ich genieße nur den Moment. Diese Reise werden wir nicht so schnell vergessen, was, Deckard? Ich kann es kaum erwarten. Na dann, einmal auf das Kamel. Ja. Ich will nicht. Ich kann hier nicht einfach aufsitzen. Oh. Ich nehme Schaden. Können wir uns bitte beeilen? Ich nehme Schaden. Die Winde werden wütend. Folgt mir! Ja, mach hin. Oh Gott, Tornados. Okay. Oh, hier sind wir sicher. Okay, sehr schön. Eieieiei. Oh. Wir sind nicht die Ersten hier. Hier waren schon drei, mindestens drei. Kann es weitergehen? Kann es sein? Ha! Es ist wahr! Die Götter segnen unsere Reise, Freunde! Schnaps! Trinkt mit mir, Deckard! Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer! Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Ach! Solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab! Er scheint nachzulassen. Der Sturm scheint nachzulassen. Na dann? Vorwärts! Vorwärts. Ist das unangenehm? Ah, wir sind hier sicher. Okay. Oder? Ich
kaum noch Heiltränke, aber ich glaube, ich kann hier mit Isabella sprechen. Genau, und da bin ich wieder voll. Oh nein! Nein! Zurück! Wir müssen zurück! Was? Nein! Was? Was ist los? Meine Pfeife! Ich habe meine Pfeife in der Kapelle vergessen! Wir müssen zurück und sie holen! Alter Mann, wenn ihr jetzt umkehrt, bin ich der Erste, der eine Klinge in euren Rücken treibt. Pah, na schön. Aber ich werde diesen Verrat nicht vergessen, Deckard. Das wisst ihr. Oh, welch Verrat. Nun, dann kommt. Weiter geht es. Wir werden überrannt! Schützt Ach, Isabella! Was? Schützt Isabella! Okay, mach ich. Zeit in Bewegung zu kommen, oder? Folgt mir! Ich bewege mich die ganze Zeit, mein Guter. Eieiei. Okay, das wird richtig weh, wenn du in diesen Tornado reinkommst. Sehr gut. Ah, Deckard. Erinnert ihr euch an den salzigen Duft des Meeres? Weder Schatten noch Teufel konnten sich uns in den Weg stellen. Seitdem habe ich die ganze Welt bereist. Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, aber es war nie dasselbe. Ohne Ziel umherzuwandern, war ein bloßes Abwarten. Ja, es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Ein Fuß vor dem anderen, alter Freund. Wenn wir stehen bleiben, sterben wir. Mich irritiert, dass der Lorath nichts abstreitet. Ich meine, der Meshev sagt die ganze Zeit, der Gott Kane zu ihnen, und der Lorath streitet gar nichts ab. Und ich bin mir sicher, er weiß, wer das ist. Halt den Schritt! Ja, komm, lauf, zack, zack. Das war's, hä? Das war nicht halb so gefährlich, wie die anderen behauptet haben. Okay, wir sind am Ziel. Seht euch das an. Kaum zu glauben, dass ein derart faszinierender Ort jenseits des Sturms lag. Vielleicht ein Relikt aus den Tagen des alten Kejistan. Verschollen, bis Elias es an sich nahm. Dann muss es wohl einige Schätze bergen, wie? Meshev. Bewegt euch nicht. Sprecht mit niemandem. Hier lauern große Gefahren. Ihr werdet in euren alten Tagen ängstlich, mein Freund. Aber keine Sorge, ich bleibe hier.
Okay. Damit hätten wir das geschafft. Als nächstes muss ich den Eingang finden. Zur erhabenen Terrasse. Das Gebiet sieht wunderschön aus. Und ich freue mich auch schon. Wir schauen uns das aber erst in der nächsten Episode an. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Diablo 4 in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.